gute Nachrichten von der zweiten Erweiterung der Schicksal von Atlantis. Obwohl sich Hekate sicher war, dass man Persephone die Kontrolle über das Tor zur Unterwelt nie ganz entreißen können würde, wusste sie immerhin, wie man ihren Griff lockern könnte. Und sie spielt Flöte. Du kommst gerade rechtzeitig. Eine Frau in Stroma braucht deine Hilfe. Ja, dann helfen wir dieser Frau. Wenn du ihr hilfst, können wir Persephones Griff um das Elysion lockern. Was ist so besonders an ihr? Sie ist eine Rednerin, die bereit wäre, sich Adonis' Rebellion anzuschließen. Adonis hat zwar schöne Lippen, doch ihre Eloquenz wird das Volk inspirieren. Das klingt, als könnten wir sie gebrauchen. Ich komme bald wieder. Ja, finde die Silberzunge und sprich mit ihr. Die Silberzunge befindet sich im südlichen Teil von Ferreias Zuflucht. Also Ferreias Zuflucht ist ja das, was hier im Osten ist, die Region. Im südlichen Teil, also wäre quasi hier irgendwo. Sie befindet sich im Dorf Stroma. Stroma. Ja, und das ist hier quasi. Also wir können wieder zurück schnell reisen. Yay! Ihr seht, es ist eine Folge, wo wir jedes Mal ganz viel schnell reisen müssen. Also hier ist das Dorf. Und Icarus, oder was auch immer, ja, Icarus ist es. Hat sie wohl entdeckt. Und wir müssen genau gucken, wo sie ist. Ich glaube, sie hieß Isadora, wurde kurz gerade angezeigt. Also wir sollen ja die Silberzunge finden und mit ihr sprechen. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Die Silberzunge finden, das sagt mir irgendwie gerade was? Nein, das ist ein Eisenhut. Okay. Elysion ist ein Paradies, erschaffen von ihrer Majestät Persephone persönlich. Ach so, sie heißt Kein einfach Mensch Silberzunge. Sollte es verlassen wollen, denn in Elysion mangelt es uns an nichts. Ich dachte, wir müssen irgendwie einen Questgegenstand noch finden. Wer schickt dich? Ich arbeite für Hekate, ja. Hekate sagte, du könntest Hilfe brauchen. Schweig! Wenn die Menschen glauben, dass ich mit Hekate im Bund stehe, ist meine Karriere beendet. Sag mir einfach, was ich tun soll. Befreie die Dorfbewohner, die in Persephones zerstörtem Tagtraum gefangen sind. Mein Sohn Theron arbeitet dort gegen seinen Willen als Wache. Es ist, als würde Persephone seinen Verstand kontrollieren. Kannst du ihm helfen? Ich sehe, was ich tun kann. Also wir sollen Theron bewusstlos schlagen und ihn befreien. Also tatsächlich müssen wir wieder unsere Waffen nicht einsetzen. Und davon sollen wir 3 Stück befreien. Ja, da würde ich sagen, dann hauen wir schon mal unsere Waffe vorsichtshalber schon raus. Also deselektieren. Ich muss ja sowieso noch in der Region 8 verschiedene Leute hier befreien. Ich stelle keine Fragen. Ich bleib lieber unbemerkt. So, ich versuche jetzt mal, den hier schon zu bewusst zu schlagen. Ich weiß, er gehört nicht zu den Leuten, wo ich das machen muss. Aber ich brauche halt, wie gesagt, 8 Leute noch. Das bietet sich ja dann natürlich dann auch sehr an. Ja, jetzt kommt er mit dem Speer. Also ich muss unbedingt noch einige Waffen ausprobieren. Und mit Höchstleistungsangriff. Dann noch einsetzen. Die flüchtet mir viel zu sehr in die Nähe von unserem Missionsziel. Deswegen bin ich da jetzt ein bisschen vorsichtig gewesen. Also, wir zählen mal mit. Das ist Nummer 1.
Das ist Nummer 2. Und so müssen wir halt die Missionsziele auch befreien. Aber ich mache das jetzt wirklich nur im Rahmen wegen der anderen Mission. Jetzt kommt sogar noch ein starker. Das ist nicht gut. Das braucht Zeit. Zeit und Geld, das haben wir alles nicht. Ei, au, au, au. Dann kann ich ja wenigstens das Schild entreißen. Ah, okay, der hat jetzt meine Fähigkeiten blockiert. Das ist dein Arschloch. Aber na, natürlich so lange, wie ich hier drin bin. Ja, das ist schon ein sehr umfangreicher Kampf. Ich glaube, der da drüben ist auch gestorben wieder. Warum auch immer. Warum sterben die manchmal, wenn ich die bloß bewusstlos schlage? Also irgendwas passiert dann mit denen. Also entweder bin ich nicht so schnell und die sterben halt irgendwie. Oder irgendwas passiert mit denen. Vielleicht macht Ikarus die auch tot, weil Ikarus macht ja auch Schaden. Fällt mir gerade ein. Das wäre natürlich der Hammer. Ich gebe mir hier Mühe, dass ich die nicht töte. Und Ikarus kommt dann und macht die ganz kalt. Das wäre natürlich der Oberhammer. Das, so habe ich das auch noch nicht gesehen, dass das ja passieren könnte. Ob das jetzt wirklich so ist, müssen wir auf jeden Fall nachprüfen, wo der Adler jetzt jedes Mal hinpickt. So, noch diejenige hier. Boah, mit ihrem Blöden. Das Problem, ich kann halt auch nicht großartig blocken, weil ich auch keine Waffe habe. Das ist halt ein bisschen blöd. Na? Komm, auf die Fresse hier. Jetzt geh nicht hier irgendwo weg. Das macht die ganze Sache bloß schwieriger. Also, das ist jetzt Nummer 3. Wir zählen wieder weiter. Die Animation kann ruhig jetzt ein bisschen schneller gehen. Das ist Nummer 4. Das ist Nummer 5. Persephone hat keine Macht. Ja, Nummer 6 ist ja gestorben, warum auch immer. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt mitzählt. Rein theoretisch wäre der Nummer 6. Das ist jetzt nämlich das Missionsziel, was wir eigentlich befreien müssen. So funktioniert es. Also kloppen und dann... Obwohl, befreie die Dorfbewohner in Persephones zerstörten Tagtraum. 0 von 3 steht da noch. Wieso steht da noch 0 von 3? War das jetzt nicht die Person, obwohl... Oder habe ich jetzt irgendwas nicht richtig mitgeschnitten? Kann das sein? Ach... Das war so ein optionales Ziel noch. Oh, na dann habe ich das ja nicht richtig mitbekommen. Ah, die anderen sind einfach nur... Deswegen steht da auch Dorfbewohner. Ich dachte mir, wieso muss ich einen Dorfbewohner befreien? Jetzt macht das auch Sinn. Ach ja, man müsste es lesen und verstehen. Dann ist auch das Spiel wesentlich einfacher zu kontrollieren und zu machen. Ja, schade.
Ja, da muss ich echt sagen, das habe ich nicht richtig mitgeschnitten, aber jetzt weiß ich das ja. Naja, wenigstens haben wir jetzt Nummer 6. Oder waren wir schon bei der 7? Und hier gibt es noch jemanden, der so die Hände hochreißt. Also wir müssen einfach bloß die Käfige finden und die freilassen. Das ist ja wirklich kein Highlight. Das kann man ja wirklich so nebenbei machen. Ich zeige euch mal, warum ich jetzt hier die ganzen Leute befreie eigentlich. Aus diesem Grund. Ach, das haben wir jetzt schon erledigt. Okay. Ja, das haben wir jetzt gerade erledigt, ohne dass ich es gesehen habe. Aber jetzt hier kommt's. Befreie den Geist, der Rest folgt nach. Also wir haben jetzt aus jeder, oder fast aus jeder Region, bis auf die nördliche. Wir haben im Westen, im Süden und im Osten vom Elysium haben wir jetzt jeweils 8 Soldaten befreit, so wie ihr das jetzt gerade gesehen habt. Ja, und damit habe ich jetzt die Quest erledigt. Ich wollte euch das jetzt zeigen, aber ja, das waren doch schon 8. Habe ich mich doch ein bisschen verzählt. Jetzt gehen wir nur noch die letzte Person missionstechnisch auf. Ja, finden und befreien. Aber ich, ja, müsste hier sein. Alles sehr viel verbunden mit Höhen und Tiefen. Da unten. Ja, hier hätten wir noch einen gehabt. Aber den brauchen wir jetzt nicht am Leben halten. Also ich rüste mich jetzt wieder aus. Also in Zukunft kämpfe ich nur noch mit meiner Waffe, damit es schneller geht. War jetzt wirklich nur wegen der Mission. Ach komm, es fallen wir nicht so rum. So, damit haben wir den auch gleichzeitig befreit mit unserem tollen Move. Ja, und damit können wir auch wieder zur Silberzunge zurückkehren, also zu der Frau. Ich überlege gerade, ob es sich lohnt, schnell zu reisen. Aber es lohnt sich kaum, weil ich jetzt gerade im Sperrgebiet bin. Und im Sperrgebiet ist es halt nun mal nötig, dass man da rauskommt, um überhaupt von einem Ort zum anderen schnell zu reisen. Von daher, wenn ich hier erstmal runterspringen würde und dann schnell reisen, ich glaube, das macht auch wenig Sinn. Dann laufen wir lieber jetzt. Den Rest ist ja nicht so weit. 130 Meter. Hm. Schaffen wir. Gerade so. Aber schaffen wir. Hier sind die dummen Hühner. Ja, vor Hühner habe ich ein bisschen Respekt. Die haben mich schon im Hauptspiel ein paar Mal angegriffen. Obwohl ich dem meistens nichts getan habe. So, und jetzt sprechen wir mit Silberzunge. Sagen, dass wir die Dorfbewohner befreit haben. Du bist zurück. Wo ist mein Theron? Ich habe ihn von Persephones Einfluss befreit. Er unterstützt Adonis Rebellion. Wie wunderbar. Ich wusste nicht, dass es ein Heilmittel gibt. Was ist mit den anderen Bewohnern? Sie haben es sicher zu Iapetus Ruin geschafft. Du wirst sie dort finden. Wie versprochen, schließe ich mich den Rebellen an. Soll ich eine Nachricht überbringen, sobald ich bei ihnen bin? Oh, Persephones Herrschaft muss enden. Hekate ist eine Verbündete der Sterblichen. Also das ist halt jetzt so eine schwierige Sache. Wir wissen ja, es gibt überall Spione. Adonis wird die Sterblichen in die Freiheit führen. Hekate ist eine Verbündete der Sterblichen. Persephones Herrschaft muss enden. Also ich würde echt das Erste sagen. Weil beim anderen habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Sag ihnen die Wahrheit über Persephone. Die Sterblichen müssen begreifen, dass ihre Herrschaft enden muss. Ich werde deine Worte überbringen. Ich danke dir für deine Hilfe.
Ja, damit können wir auch zur Hekate zurückkehren, die sie wieder in diesen Stonehenge-ähnlichen Steinkreis befindet. Und hier sind wir beim Steinkreis. Und im Steinkreis ist ein Zirkuszelt, ja. The Greatest Showman. Los geht's. Sprechen. Einmal sprechen, bitte. Hekate? Willst du nicht mit mir sprechen? Die Silberzunge ist dabei, der Rebellion zu helfen. Sie wird neue Rekruten bringen. Adonis wird zufrieden sein. Wichtig ist, Persephone die Macht zu entreißen. Verschwende deine Zeit nicht mit den Gefühlen dieses Mannes. Oder empfindest du etwas für ihn? Adonis ist nur ein Freund, ja. Adonis ist nur ein Freund. Mir nicht. Sieh zu, dass es so bleibt. Was geht dich das an? Göttliche Liebesbeziehungen enden niemals gut, sobald Sterbliche ins Spiel kommen. Halte dich von ihnen fern. Konzentrier dich. Eine junge Frau leidet furchtbaren Kummer. Sie wird der Rebellion helfen. Aber nur, wenn wir sie heilen können. Leider hat Persephone vor langer Zeit das Wasser verboten, das sie heilen könnte. Den Rest hat sie vernichtet. Zumindest glaubt sie das, nehme ich an. Es heißt, jemand verbarg eine letzte Fiole in einer Höhle, abseits von Hypnos Weg. Finde sie und bring sie der Frau. Warum ist dieses Wasser verboten? Warum sollte Persephone dieses Wasser verbieten? Ihre Gier nach Macht ist ins Unermessliche gestiegen. Wichtig ist, dass die Sterblichen des Elysions bekommen, wonach sie sich sehen. Was fehlt dieser Frau? Welche Krankheit plagt diese Frau? Das Schlimmste, das Sterbliche im Elysion befallen kann. Ein gebrochenes Herz auf alle Ewigkeit. Sie hat Liebeskummer. Du weißt nichts von der Trauer nach dem Tod. Sie verfolgt die Sterblichen so viel stärker als auf der Erde. Ich finde das Wasser. Ich kehre zurück, wenn ich das Wasser überbracht habe. Vergiss nicht, es ist verboten. Niemand darf sehen, wie du es in die Villa in Adonis Gärten bringst. Damit wäre die Quest abgeschlossen. Gute Nachrichten.